Mein Name ist Jörg Philipp Meyer, DMS-Spezialist bei der Sage Software. Warum ist DMS eigentlich auch und gerade für den Mittelstand so wichtig? Ausgehende Dokumente müssen archiviert werden. Eingehende Dokumente gehören zu einem Vorgang und müssen ebenfalls archiviert werden. Informationen liegen in digitaler Form vor. Auch diese gehören zu einem Vorgang und müssen entsprechend archiviert werden. Möchte die Buchhaltung nun zum Beispiel einen Beleg einsehen, muss sie diese erst aus dem Archiv suchen, anstatt diesen einfach per Mausklick auf dem Bildschirm zu haben. Ein Mitarbeiter benötigt eine Akte und holt sich diese aus dem Archiv. Gleichzeitig benötigt natürlich auch ein weiterer Kollege diese Akte. Pech gehabt, er wird sich einen Wolf suchen. Diese Akte ist momentan natürlich nicht für ihn da. Zudem stehen in der Akte natürlich nicht alle Informationen. Möchte er alle Informationen zusammen haben, muss er zu seinen Kollegen. Dort bekommt er dann die zusätzlichen Informationen wie Projektkalkulation, CAD-Zeichnungen, Projektdokumentationen, Fotos, alles was dazugehört. Und das kostet alle Mitarbeiter richtig viel Zeit. Ein anderes Beispiel. Rechnungen gehen im Unternehmen ein. Diese gehen zuerst zur Buchhaltung. Von dort aus gehen sie weiter an die Person, die die Rechnung entsprechend freigeben muss. Dabei kommt es dann schon einmal vor, dass so eine Rechnung irgendwo verloren geht. Gemerkt wird das aber erst, wenn bereits die erste Mahnung auf dem Tisch liegt. Der entsprechende Mitarbeiter, der die Rechnung freigeben muss, ist natürlich nicht im Hause. Sein Stellvertreter weiß weder über die Rechnung Bescheid, noch weiß er, wo er diese finden kann. Weiteres Beispiel. Verträge gehen durch das Unternehmen. Dabei landet dieses Dokument in verschiedenen Abteilungen, vielleicht auch bei einem externen Anwalt. Der finale Schritt ist das Unterzeichnen des Geschäftsführers. Dabei werden viele verschiedene Versionen erstellt. Über diese muss dann auch noch jemand einen Überblick haben. Aber all diese Sachen gibt es zum Glück nur in großen Unternehmen und Konzernen. Oder? Gab es vielleicht dabei auch das ein oder andere Beispiel, das auch Sie aus der Erfahrung kennen? Warum sollte ein Dokumentenmanagementsystem dann nicht auch für Sie wichtig sein? Möchten Sie wissen, wobei ein DMS Sie noch unterstützen kann? Kommen Sie einfach auf uns zu. Ihr Jörg Philipp Meyer.